Hallo Freunde der Spikultur und willkommen zurück bei Hegemony Rome, wo gerade der böse Feind versucht, meine Mine einzunehmen wieder. Aber meine Kavallerie kommt schon von hinten, stürmt an und wird die jetzt hoffentlich rucki-zucki auseinandernehmen. Die Moral ist schon gefallen, die Nahrung wird ihnen aus den Händen gefressen. Nein, wahrscheinlich stirbt die Nahrung mit den einzelnen Kämpfern. Und wenn sie aufgeben, haben wir eine schöne weitere Sklavenarmee zum Einnehmen. Oder auch nicht. Dann töten wir die. Und wir haben weiterhin Gold. Brav getötet. Dann zieht euch wieder zurück in die Stadt, wo es gerade Hungersnot gibt. Wahrscheinlich, weil... Blub. Ja. Okay, die Versorgungslinie unterbrochen war kurz. Weil eigentlich sollte es keinen Hunger geben. Ich habe 300 Nahrung hier unten noch drin, bis das hier oben ist. 15%. Ja, theoretisch soll es eigentlich funktionieren. So, das Holz wird im Moment verschleudert im ganzen Land. Besatzung plus 90, Geiseln plus 40, Nachtwache. Nachtwache kann aber noch nichts. Nachtwache sieht einfach nur schön aus. So, schicken wir mal alle los. Vor allem Kavallerie vor und dann gucken wir mal, was da alles in der Ecke noch ist. Es muss hier auf jeden Fall eine Stadt sein, weil irgendwoher müssen ja die Unterstützungstruppen da kommen. Genau, da unten kommen sie nämlich. Und da sind einige in der City. Schauen wir mal. Ach, die haben auch eine Stadtverteilung von 400. Da komme ich effektiv noch gar nicht rein. Hat gerade mein Bogenschütze auf die Stadt geschossen. Wir brauchen nur hier, um Sklaven einzusammeln. Genau, geht mal dahin. Ich glaube nicht, dass ich da eine Chance habe. Ich brauche eigentlich Belagerungsmaschinen. In die Richtung habe ich ja echt noch gar nichts produziert. Ach Moment, ich dachte, ihr habt das schon eingenommen. So, ihr plündert die Fischerei. Müsste Farmen von denen niederbrennen. Das wäre sogar sinnvoller, als die einzunehmen, manchmal. Nein, nicht unterbrechen. Ich weiß, ich habe euch aus Versehen bewegt. Und ich habe Holzmangel.
Ach, da hinten ist gar keiner drin. Genau, baut mal Arbeiter. Genau. Komm noch mal aus dem Nichts und töte meine Kavallerie. Ja, da kommen sie auch alle gerade wieder. Verdammt. Ohne einen einzigen Soldaten zu stationieren. Ja, macht schon Sinn. Ich glaube, ich könnte die Mission schneller schaffen, wenn ich einfach alles niedergebrannt hätte. Warum fliegen die Raben? Ach so, die kommen, um die Pferde zu fressen, die gerade durch den Boden sickern. Tja, was Schimmelpilze alles machen können, die lösen auch Pferde auf mit der Zeit. So, 5% Reibungsverluste, 15% kann ich mit leben. So, kannst du erst dahin 5, 10, 20, also 30% würde ich die Strecke komplett gehen. 40. Passt. Okay, da habe ich 20 Rekruten. Hier nicht. Hier können wir mal anfangen, die zu merchen. Zusammenzulegen. Dann haben wir nämlich drei übrig. Die drei können wir mal schicken. Obwohl, egal wo ich die hinschicke, die sind eh schnell tot. So, weg da. Hier hat sich's ausgeplündert. Genau, plünder mal die Farm. Ich muss auch mal gucken, wenn ich die Farm jetzt plünder auf 100, ob ich die ja niedergebrannt habe. Denn das ist hier die Frage.
Ah, die haben 500 Erfahrung wieder. Genau, hören wir mal deren Plünderungsrate. Pfui, drehe ich die Kamera, wenn ich das nicht will. So, Quintus Pedius hat sich. Fühlt sich wohl. Wo will der hin? Brenn das Mistding nieder. Schön, da ist Tervana. Oh, schön. Die Stadt hat keine Truppen auf den Mauern. Der da unten schickt seine Truppen gerade. Der da zieht sich zurück. Die haben 400 Holz und 400 Fische in der City. Brennen das Ding nieder. Kann doch nicht so schwer sein, oder? Natürlich rebellieren die. Und die haben 110 Einwohner. Moment. Rekrutieren, abbrechen. Denn wir bauen direkt sowas Tolles wie eine Nachtwache hier. Dann die beiden rekrutieren. Wir brauchen Geiseln. Die wir wegschicken können. Also irgendwie geht das auch nicht als niedergebrannt. Ach so, weil das hier ist auch nur plündern. Das andere wäre niederbrennen. Wir gucken mal eben. Ah, schön, wir können hier ein Fort bauen. Das möchte ich gerne nutzen. Weil da oben die stören mich nämlich nur. Nahrungsmittel sind so eine Sache. Holz, ja. Falls überfallen, niederbrennen. Wird es wahrscheinlich sogar sein. Liegt dem näher als das andere. Okay, hier haben 1500 noch. Dann nehmen die noch Scharfschütze mit rein. Ah, steht jetzt auch. Eine Farm niedergebrannt. Dann nehmen wir die im Nachhinein ein. Gefangenen schicken wir mal eben darunter. Den Centurio setzen wir in das Färmchen da rein. Dann haben die nämlich keine Reibungsverluste nach oben. Das wären 10 dann. 20, also wieder 30 bis nach da hinten. Aber erstmal gibt es da Nahrung. Und die Mine produziert auch ihren Mist.
So, da fackelt die Farm auch ab. Ich glaube, es gibt keine 5 Farmen mehr, von denen ich jetzt noch abfackeln kann. Habe ich die Quest kaputt gemacht. Ach, wie immer. Mal immer alles kaputt. Wo sieht der einen Feind? Ach, da kommt so ein Schlawiner. Den greifen wir einfach sofort an. Habt keine Angst. Die wollen nur spielen. Na, oder auch nicht. Och, da rennt er einfach durch. Komm, wir sind bedeutend besser aufgestellt als ihr. An dem Lager könnte ich eine Werkstatt bauen. Nicht wegrennen, ich brauche es als Kräfte. Als billige Arbeitskräfte. So, damit ist sie auch niedergebrannt. Da war noch eine Rinderfarm da hinten. Geht ihr nicht zu dicht auf die Fersen, weil sonst werden wir nämlich da angegriffen. So wie das jetzt gerade passiert. Komm ab in dein Lager. So, schön. Da haben wir genug Rekruten, um ein paar neue Pferdkämpfer zu bauen. Genauso wie hier oben. Ansonsten überall Rekrutenmangel. So, seid mal nicht so angepisst von der Moral her. Wir stellen jetzt auch mal ein paar Arbeiter. Und übernehmt mal bitte die Truppen. Das sind jetzt 10, 11 weitere. Die können ins Holzfällerlager gehen, schuften. Für die Farm bauen wir gerade auf. Auch wenn die inzwischen angeschlagen sind, ist mir egal. Na 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 na. 80 Holz in der Nettoproduktion. Ach, die Moral von denen ist auch am Ende. So, bauen wir erstmal unsere Belagerungstruppen. Und dann nehmt die Sklaven ein. Oh! Was wollen die Nervier hier? Sklaven, die setze ich mal ein für keine Ahnung. Irgendwas. Genau, versuch mal eine Nachtwache aufzubauen. Ihr nehmt mal bitte das Holzfällerlager mit ein.
Was, was ich gerade überlege, und zwar verdammte Hacke, wo ist meine Armee hin? Aber da ist sie ja. Und eigentlich sollte meine Legion stark genug sein, sogar beide Armeen aufzuhalten. Na komm, zeigt, was in einem Römer steckt. Dazu kommt auch noch, nehmt die Schlawiner ein. Gut, Ansturmbonus haben sie nicht bekommen. Bogenschützen ziehen wir mal hoch, wieder in die City da. Darin haben wir auch unsere maximale Anzahl erreicht. Die 20 können unten rein, die Sklaven, oder 18 sind's. Haben nur einen Legionär verloren. Ziehen die mal wieder hier in den Turm rein und wir schicken jetzt mal die Gefangenen bis hinten zur Hauptstadt. Hier oben haben die richtig Bock auf Krieg. Finde ich gut. Bau gerne mehr Soldaten aus. Lauft! Ja, so ist das Römische Reich schon ein bisschen gewachsen, hier in Nordgallien. Ne, stimmt ja, ist nicht Nordgallien, das ist ja Normandie hier, größtenteils. Wenn ich es richtig sehe. Naja, gut. Dann heißt es, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's Play Hegemony Rome, Rise of the Caesar. Bis dann, euer Doc, ciao.